Hallo, ich bin der Robin, Erfinder von Sypoben. Das jetzige Element inklusive Übungen nennt sich Rückenkoordination. Für das brauchen wir unser Board, Rolle, empfehlenswert ein Mättchen, weil wir nachher drauf liegen. Und dann habe ich zusätzlich einen Keil und Stab. Wenn man das jetzt nicht hat, dann kann man einen Maßstab und eine Bidoflasche herentun, das geht genau gleich. Besonderheit von dem Element ist, wir haben eine totale Entlastung von der Wirbelsäule. Das heißt, ich kann jetzt hier direkt mit jedem die Übung durchführen, ohne dass ich Angst haben muss, dass die Wirbelsäule falsch belastet wird. Zusätzlich haben wir einen Gleit- und Kippbewegung, das fördert die neuromuskuläre Koordination. Das heisst, wir kommen ganz, ganz tief ins ganze Muskelgewebe von der Rückenmuskulatur. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass die Nacken-Halsmuskulatur ebenfalls mit einbezogen wird. Voilà! Also, starten wird so sein, dass wir die Rolle und das Board in gleicher Position legen. Ich gehe den hinteren Board, gehe mit den Unterarmen auf den Boden, greife das Board und nachher gleite ich so langsam mit dem Oberkörper aufs Board. So, dass es mir bequem ist. Und als allererstes muss ich die Position finden, dass ich meine Füße ohne grosse Kraft vom Boden wegdrücken kann. Habe ich das? Kann ich schon als allererstes die erste Übung versuchen zu balancieren. Und wenn ich merke, ups, es wird knapp, nicht mit den Händen, sondern nur mit den Füßen ausgleichen. Nur immer mit den Füßen leicht ausgleichen. Jede Übung empfehle ich 60 Sekunden ohne Pause. Das bedeutet, nach der ersten Übung, sogenannten Flüge, gehen wir mit beiden Armen nachführen und greifen den Stab. Ihr könnt auch einen Maßstab oder sonst was in die Hand nehmen. Und anstatt einen Keil kann man eine Bidoflasche her tun und dann die Position hier so gestreckt halten. Jetzt ist es ganz wichtig, dass man hier die Arme nach vorne streckt und dass man nicht die Brust vom Boden wegdrückt. Möglichst halten. Und als zusätzliche Übung, wenn es gut geht, den Fuß abheben. Ist egal welches, mit der Zeit kann ich wechseln und immer wieder das Spiel machen, dass ich ein bisschen Koordination noch reinbringe. Und dadurch erhöht sich dann auch die ganz muskuläre Stabilität. Nächste Übung, einarmig. Entsprechend kann ich ein bisschen entlasten und auch wieder das Spiel mit den Füßen. Schön halten. Nach 60 Sekunden wechseln, zweiter Arm, also der zweite Arm auf den anderen Arm, zurück, halten, auch wieder mit den Füßen. Achtet darauf, dass ihr nicht die Füße, wenn es noch zu schwierig ist, zu breit gehen, möglichst hüftbreit oder enger. Und weiter, nächste Übung, nach über 60 Sekunden, wieder beide Arme führen. Und dann, wenn wir jetzt Beweglichkeit fördern und die Schultern, Arme die Höhe aufdrücken, so wie es geht. Und vielleicht schaffe ich es sogar über den Keil oder die Bidoflasche. Dann kann ich hier kurz entlasten, gehe wieder zurück. Was wichtig ist, dass ich nicht die Brust vom Board abhebe, sondern hier Beweglichkeit über die Schultern fördern will. Das heisst, wir haben die Mobilität noch in dem ganzen Element drin. Und als letztes, nach diesen 60 Sekunden, wieder zurück und fliegen. Voilà! Somit haben wir zwischen 5 und 6 Minuten auch das Element durchziehen. Keine totale Entlastung. Und das Element können wir mehrmals in der Woche durchführen. Und ich bin überzeugt,
dass in kurzer Zeit euer Rücken ganz gekräftigt ist. Als Steigerung kann man dann mit der Zeit noch Gummi wegnehmen, wenn man dann mit der Zeit das Fliegen recht gut beherrscht. Somit wünsche ich euch viel Freude und Spass beim Trainieren.